Leute, was geht? Ihr habt den Titel schon gelesen. Brocast Folge Nummer 9 mit Elisabeth Sanchez. Wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch gut. Es ist sehr warm hier, wa? Ja, sehr, sehr warm. Sie schmilzt, Leute. Aber ich schmelze, ihr auch schmelzen. Ich hoffe, mein T-Shirt wird im Laufe dieses Videos nicht wegschmelzen. Aber darum geht's ja gar nicht. Ihr seid ja eh nur darum zuzuhören. Ja, ich muss mir echt was einfallen lassen, dass wir hier mal Klima einbauen, damit es ein bisschen kühler wird. Sei es im Streamingraum oder hier unten. Meine, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Viele Leute wird es wahrscheinlich sehr überraschend kommen, dass wir jetzt hier zusammensitzen, weil die sich denken, warte mal, die kennen wir doch von irgendwer. Hat der Can nicht auf die reagiert gehabt und so? ja, tatsächlich stimmt das. Und es ist auch ein Fakt, dass wir uns so auch ein bisschen länger kennen. Natürlich, wenn ich auf Videos von Leuten reagiere, schreiben wir auch ab und an mal. Das passiert auf jeden Fall, dass sich dann Leute melden oder ich mich dann bei den Leuten melde. Ja. Und ja, wir haben eigentlich ein ganz normales Verhältnis, ein neutrales Verhältnis auch. Und deswegen möchte ich euch auch an der Stelle bitten, an meine gesamte Community, die hier zuguckt, seid bitte immer fair in den Kommentaren, seid menschlich, Beleidigung oder was auch immer, wird gekonnt auf jeden Fall wegblockiert. Nicht, weil ich keine Meinung akzeptiere, sondern weil der Gast einfach respektiert werden soll. Weißt du, ich meine, am Ende des Tages werden wir jetzt, ihr habt es im Titel auch schon gelesen, auch über OnlyFans reden, was da auch sehr kontrovers ist. Und darauf habe ich Bock. Ich kann nicht jedes Mal berühmte Leute hier einladen und die von ihrem Leben erzählen, sondern ich möchte auch über das Leben erzählen und über die Geschäfte, was manche Menschen halt machen da draußen, weißt du, ich meine? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Und es ist auch ein großes Thema aktuell, generell in den Medien. Es ist schon... Ey, man kann auch sagen, es ist schon mehr oder weniger Mainstream geworden. Es ist für normal erklärt und worden. Und ja, irgendwie gefühlt jedes zweite Mädchen macht jetzt OnlyFans. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man so auch mal so die Seite davon hören möchte, so, was die Mädels dazu sagen. Der wahre Grund, warum ich dich aber auch hingeholt habe, du bist nicht wie die anderen Leute, die OnlyFans machen, sondern du hast auch ein riesen Konzept dahinter oder auch eine Firma dahinter, so dass du auch andere Leute da hast, die auch so eine Art, du leitest eine Agentur, kann man sagen. Ja. Dass auch andere Leute bei dir sind und es ist ein krasses Business, was du dir aufgebaut hast. Ich sag dir jetzt auch schon mal, bevor wir darüber reden, und das weißt du auch selber, du kennst mich aus dem Internet, ich bin voll dagegen, weil ich meine, ich bin immer der Meinung, dass eine Frau etwas anderes machen könnte, die talentiert sind oder was auch immer, auch gut aussehen, aber wie gesagt, du bist ein Mensch, ich lass dich machen, was du willst und es ist dennoch sehr, sehr interessant und deswegen dieser Talk. Bevor wir über deine Arbeit reden, lass uns erstmal darüber reden, wie das Ganze überhaupt angefangen hat mit dem Internet. Ja. Ja. Stell dich einmal vor für die Leute. Okay, also ja, ich bin Elisabeth Sanchez, ich bin 20 Jahre alt. Und ja, das Ganze hat vor so ungefähr 3 Jahren angefangen. Da habe ich jemanden kennengelernt, der YouTube-Videos gemacht hat. Und wir sind relativ schnell zusammengekommen. Relativ schnell auch zusammengekommen. Du warst auch sehr jung, ne? Ja. Also ich war frisch 18. Ich bin jetzt fast 21. Also das war jetzt vor 3 Jahren ungefähr. Haben wir uns kennengelernt und sind relativ schnell zusammengekommen. Relativ schnell auch zusammengezogen. Das hatte jetzt nicht die Gründe wegen Beziehung, sondern einfach, ich habe mit jemandem zusammen gewohnt, wir haben uns verstritten und dann hieß es entweder zurück zur Familie oder wir ziehen halt zusammen. Und dann haben wir uns halt für Zweiteres entschieden und ja, dann haben wir halt zusammen gewohnt. Es war gerade die Pandemie, Lockdown, alle waren zu Hause, man hatte nicht wirklich was zu tun. Ich konnte nicht mehr die Arbeit machen, die ich davor gemacht habe, also ich habe bei meinem Vater gekellnert, Restaurant war zu. Und ja, dann ging es auch ganz schnell von meinem Ex-Freund so, ey, hast du nicht Bock, so mit mir YouTube-Videos zu drehen? Okay. Und dann kam das eine zum anderen. Ja, dann kam das eine zum anderen. Das heißt, als du ihn kennengelernt hast, du wusstest, dass er YouTube macht und so? Und das fandest du auch nicht schlimm? Nee, tatsächlich nicht. Ach, du wusstest es nicht? Also genau, wir haben uns während Lockdown kennengelernt. Ich war bei ihm zu Hause. Also man hat sein Setup gesehen, aber für mich war das halt wie so Gaming. So, ich habe darunter jetzt auch nicht viel verstanden. So, und ja, dann haben wir uns bestimmt 3-4 Wochen gedatet. So. Und erst dann, als wir so fast zusammen waren, wir sind ja relativ schnell zusammengekommen, ich glaube nach einem Monat oder so, haben wir gesagt, ey, wir sind jetzt zusammen, so. Und nach einem Monat sind wir dann in die Therme gegangen. Und ich habe ihn halt nie gefragt, was er eigentlich beruflich macht. So. Okay. Und dann bin ich also euer erstes, ihr seid öfter rausgegangen, gedreht und dann wart ihr irgendwann in der Therme. Nee, wir waren gar nicht draußen, es war ja Lockdown. Und dann irgendwann war es lockerer, dann konnten wir in die Therme gehen nach einem Monat. Was kann man als erstes denn machen? Natürlich in die Therme gehen. Ja, das war nach einem Monat, da waren wir ja schon fast zusammen. So. Und dann waren wir in der Therme und auf einmal fragen so kleine Kinder ihm nach einem Foto. Und ich war so, wait a minute, was geht jetzt hier ab? Und dann hat er mir erzählt, dass er YouTuber ist und ich dachte erstmal, er wäre Yunus Amiri. Ach du Scheiße, dass dieser Name mal hier in einem Podcast fällt, ja, weißt du? Ja, und dann war ich erst. Wie kam es drauf, dass er, Weil er auch Locken hat. Ach so. Und ich bin ja gar nicht in diesem YouTube-Game drin. Ich kann hier vielleicht 3 YouTuber aufzählen. Ja. So, und das ist nur, weil die auf mich reagiert haben. So. Ich bin eigentlich gar nicht in diesem Game drin. Auf euch reagiert haben, kann man sagen. Genau, auf uns reagiert haben als Paar und ja, dann... Bist du in die Szene so gesehen gerutscht, dass du mit ihnen dann zusammen Videos gedreht hast? Was waren nochmal die ersten Videos, die du zusammen gemacht hast? Wir haben Fortnite-Videos gemacht. Also hast du auch selber gespielt? Ja, ja. Okay. Also
ich habe davor, habe ich selbst Fortnite gespielt mit meinen kleinen Geschwistern immer. Mhm. Ich hatte auch eine Playstation und er hat dann mir erzählt, dass er halt Fortnite-YouTuber ist. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nie seine Videos angeguckt, weil das ist jetzt kein Content, den ich mir reinziehen würde. So. Klar. Ich habe halt gedacht, ja, okay, Gaming. Ist ja mehr für Jugendliche und so, ja, kleine eben. Kinder und sowas. Ja, ich dachte mir so, halt Gaming, nice, okay. Dann haben wir zusammen gemacht und es hat auch Bock gemacht, weißt du, zu zweit. Man ist frisch zusammengekommen, man hat zusammen gearbeitet, man hat zusammen gewohnt, man hat gezockt und damit sein Geld verdient. Lief gut die ersten Monate, so hat Spaß gemacht. Was war das so für dich? Hast du dann auch direkt einen Account bekommen, einen Instagram-Account? Nee, also. Habt ihr erstmal nur für seinen Kanal gedreht? Genau, also bevor ich überhaupt, also ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt kein Instagram, also kein Social Media. Und wir haben halt einfach YouTube-Videos auf seinem Kanal gedreht und die sind richtig gut angekommen. Bei den kleinen Kindern halt so. Das spielt ja keine Rolle. Genau. Es geht um die Aufrufe und wie viel Geld genau, man also die Kommentare waren positiv. Die haben geschrieben, oh, deine Freundin ist voll sympathisch. Und das war halt so was Neues. Er hat davor die ganze Zeit alleine YouTube-Videos gemacht. Auf einmal hatte er eine Freundin, das erste Mädchen auf seinem Kanal. Das man macht schon viel los, das pusht schon die Videos. Ja, genau, man zockt zusammen, es ist lustig. Wir haben uns verstanden, wir haben uns immer gedisst gegenseitig, wir haben gezockt. Es war halt lustig, die Leute haben es gefühlt, die den Content generell fühlen so. Und ja, dann hieß es auch ganz schnell, ey, mach doch auch einen YouTube-Account und so, also richtig schnell. Ich hatte dann auch innerhalb von 3 Monaten 100.000 Abonnenten. Echt, ja? Boah, das ist hart, Alter. Ich hatte 5 YouTube-Videos online und alle YouTube-Videos hatten bestimmt 300.000, 400.000 Aufrufe. Krass, also ihr habt es geschafft, Zuschauer ganz schnell auf euren, also auf deinen neuen Kanal zu projizieren, heftig. Hat es dann auch Zugriff auf die Kanäle oder hat er die Videos auch aufgenommen? Er hatte Zugriff darauf. Also klar, ich war auch angemeldet, konnte sehen, Kommentare und so. Ich war, ey, als das angefangen hat, ich habe mir die Kommentare durchgelesen, alle geliked, alle geantwortet. Weil für mich, das war voll die neue Welt. Auf einmal, die Leute feiern dich. So, diese negativen Kommentare, die gab es am Anfang erstmal nicht, weil wir halt ganz normale YouTube-Videos gedreht haben und keiner darauf reagiert hat. Weil es einfach. Darf ich fragen, ob du von diesem neuen Kanal, dann den, der dann dir gehört hat, den ihr aufgebaut hast, durftest du da die Einnahmen behalten? Ja. Oder habt ihr den einfach aufgebaut? Aber ich sag dir, wie es ist, dass. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, das war nicht viel Geld. Also für mich damals schon. Aber es waren 5 Videos, die ich auf dem Kanal habe. Also 5 Videos. Ja, aber abgemacht war, du hast den Kanal und dann hast du auch Geld verdient. Also eigentlich war abgemacht, weil das meiste Geld, was dann halt, was wir zusammen gedreht haben, ist halt auf seinem Konto. Genau, genau. Wir haben auf seinem Kanal jeden Tag ein Video gepostet. Und du hast auch gerne gemacht, um ihn zu unterstützen. Ey, das war richtig, ja, ich habe das gerne gemacht. So die ersten paar Monate war es richtig nice. Es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und er hat gesagt, er hat mich so dazu ermutigt, ey, mach doch auch YouTube, guck mal, die Leute feiern dich, die fühlen dich, wäre doch voll geil, dann kannst du auch dein eigenes Geld verdienen. Er hat so mich richtig dazu ermutigt und ich war so, warum nicht? Wenn das mir anbietet, warum nicht? Es kommt ja gut an. Und klar, die Einnahmen habe ich behalten, aber das kann ich jetzt einfach in Zahlen nennen. Wenn du willst. Das waren vielleicht 2.000 Euro oder so. Ja, für 5 Videos ist top. Hättet ihr vernünftig weiter durchgezogen. Ja, so. Safe. Und wäre es nicht zum Bruch gekommen, safe. Dann hätte man auf jeden Fall zusammen sehr erfolgreich werden können. Auf jeden Fall, ja. Kommen wir dann zum Bruch. Wie genau, ohne jetzt zu tief in die Materie zu gehen, wann genau kam es zum Bruch und wann genau habe ich angefangen, darauf zu reagieren? Weil auf die Fortnite-Videos habe ich nicht reagiert. Wann kam es zum Bruch? Also, wir hatten darüber geredet, wir wollten ja auswandern. Wir sind ja nach Spanien ausgewandert, nach so 4 Monaten Beziehung oder so. Aber zudem muss ich auch sagen, ich wollte immer ins Ausland. Also, ob ich jetzt mit ihm hingegangen wäre oder alleine, hätte für mich jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Aber es war nice, so zu zweit. Und bevor an der Stelle, du hast auch was für Wurzeln? Meine Mama ist aus Kuba, ich bin in Mexiko geboren. Genau, und deswegen sprichst du auch Spanisch. Deswegen spreche ich auch Spanisch und deswegen war Spanien eh ein Ziel von mir, nach dem Abitur dorthin zu gehen. Genau. Und er hatte auch Bock. Dann haben wir gesagt, ey, lass das machen. Wir haben innerhalb von 1 Monat dann dieses Auswandern geplant. Also beziehungsweise ich habe alles gemacht, weil ich die Sprache konnte. Also gab es bis dahin wirklich keinen Skandal, ja? Nur damit ich den Fall verliere. Es gab nichts. Ihr habt also euch gut verstanden. Die von ihm, ja, aber gemeinsam sind die Videos richtig krass gut angekommen. Als die ganzen YouTuber drauf reagiert haben, wann war diese Phase? Das kam danach. Genau, nee, das kam, also bevor wir ausgewandert sind, gab es schon 2, 3 Reactions. Ich auch, ne? Ja, auch du, das weiß ich noch. Ich habe es mir nicht angeschaut. Ah, okay. Weil ich war so, also, warte mal, jetzt erinnere ich mich. Doch, jetzt erinnere ich mich. Hall. Mit Klamotten und genau. So. Genau, wo er dann gesagt hat, dreh dich um und so. Und ich habe es gar nicht gecheckt. Ich dachte, du sollst halt einfach Klamotten zeigen. Ich war ja voll neu in dem Business. Stimmt, da habe ich es angefangen zu erkennen. Stimmt, Alter. Ich habe es mir bis heute nicht angeschaut. Okay, gut. Also du hast wirklich keine Reaktion von mir gesehen, wie ich euch geärgert habe auf Dauer, ja? Tatsächlich habe ich, und das ist, soll ich tot umfallen, wenn ich lüge? Stoppt ihr das? Habe ich
auf diese negativen Reactions. Konntest du dir nicht geben, wa? Konnte ich mir nicht geben. Glaube ich dir auch. Okay, warte. Ich war neu. Ich hatte so Schiss, diese Sachen mir anzuschauen. Ich habe sie mir nicht angeschaut. Ich verstehe das und sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich werde dich jetzt auf jeden Fall ausreden lassen. Alles gut. Gut, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja. Ihr seid dann ausgewandert, nachdem halt diese Videos waren, die jetzt nicht so schlimm waren im Sinne von. Genau, darauf wollte ich zurückkommen. Mhm. Wir haben, bevor wir nach Barcelona gegangen sind, weil wir ausgemacht haben in Barcelona, wir werden keinen Fortnite-Content mehr machen. Mhm. Weil ich ihn dazu ermutigt habe, ey, lass doch geilere Sachen machen. Fortnite ist für kleine Kinder, wir sind erwachsene Menschen, wir sind 18. Vor allem ihr wurde als Pärchen so akzeptiert und so, weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen war es schon auch gut. Man hätte geile Vlogs drehen können, alles mögliche. Und dann haben wir in Deutschland schon angefangen, ein bisschen Real-Life zu machen. Und da habt ihr drauf reagiert, so Yoga-Challenge, so voll die cringe YouTube-Videos. Egal, was für eine Rolle ich manchmal auch im Internet spiele und ein bisschen übertreibe und so und mir sage, voll cringe und so. Es hat aber trotzdem mich gereizt, jede Woche zu gucken, okay, was machen die Affen jetzt? Weißt du, was ich meine? Kann ich verstehen. Einkaufen, hab eine Wohnung gehabt dann. Ja. Okay, und weiter. Ja, und dann sind wir nach Barcelona. Mhm. Wir waren dann einen Monat da. Mhm. Dann kam der erste Skandal. Okay. Ja. Lass gar nicht auf den Skandal so krass eingehen, dann hat es angefangen, dass die Riesen-YouTuber und Streamer auf dich zu reagieren. Genau, auf uns. Inklusive auch mir. Habe ich nicht mehr angeschaut. Mhm. Aber was war das für ein Gefühl für dich? Weil du bist neu in diese Welt gekommen, eigentlich positiv gestimmt, das hat dir Spaß gemacht, ihr habt zusammen Videos gedreht und dann kommt der erste Shitstorm, sagen wir es mal. Genau, ja. War halt, ich sag mal so, war schwierig. Mhm. Für mich persönlich, weil es war eine neue Welt für mich. Ich war davor so das gewohnt, dass die kleinen Kinder, die haben sich so gefreut, die haben so positive Sachen kommentiert. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mir dann nicht mehr die Kommentare unter den Videos angeschaut habe, weil es einfach für mich, keine Ahnung, es war verletzend zu sehen, weil ich für diesen Skandal nichts konnte. Mhm. Ich habe meinen Partner natürlich unterstützt, habe meinen Ex-Mann unterstützt, habe gesagt, habe ihn privat dafür kritisiert, habe gesagt, ey, das und das geht nicht. Ich war voll dagegen. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat es trotzdem ins Video geschnitten, so der erste Skandal. Und war halt schwierig, weil ich wusste, es ist falsch, was er macht. Und ich habe ihn dafür privat kritisiert. Er hat es trotzdem gemacht. Und dann habe ich damit mitkassiert. Mhm. Weil jeder drauf reagiert und sagt, ja, die Freundin, so bla bla bla. Und das ist halt schwierig, weil wenn du als Paar im Internet bist, ey, dann wirst du da dafür auch hops genommen. Mhm. Auch wenn dein Partner was falsch macht, dann ist einfach, ja, du duldest es. Mhm. Obwohl die Leute gar nicht wissen, wie es dann hinter verschlossenen Türen ist. Dann lass mich bitte vor der Kamera etwas sagen. Du hast die Videos zwar nicht gesehen, auf die ich reagiert habe, aber in der Phase, wo es dann halt Corona war und wir halt nur zu Hause waren, dann war das war für mich gefundenes Fressen, weißt du? Ja, natürlich. Und er hat daraus auch nicht gelernt, er hat immer weitergemacht so. Und für mich oder für andere Leute sieht es halt so aus, okay, die macht gezielt mit und sowas. Ja. Ob es gezielt war oder nicht, mitgemacht hast du, er hat so zurückgeschnitten. Dennoch von mir eine Entschuldigung an dich. Denn, lass mich das sagen, weil, okay, es ist Unterhaltung und wir reagieren dies, das und wir versuchen den Menschen aus meiner Sicht korrekte Werte mitzugeben und so. Dennoch gehört sich das nicht, man kann auch anders auf Videos reagieren. Weißt du, ich meine? Ich nimm's dir nicht böse, weil es ist Business. Ja, safe. So, ich habe jetzt mit der Zeit gemerkt, so klar, in dem Zeitpunkt wusste ich das nicht, aber ich habe jetzt mit der Zeit gemerkt, man hat ja auch mit ein paar Leuten Kontakt, man redet mit ein paar YouTuber kommen auf einem zu und man merkt halt, dass dieses YouTube-Game, es ist halt Geld. Mhm. Es ist dafür da, um die Leute zu unterhalten. Mhm. Du machst das, damit deine Community was zu lachen hat, damit du denen ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Und wenn du das hinbekommst, indem du dich über zwei Leute lustig machst, die halt auch jetzt mal Real Talk Scheiße bauen, so, dann ist das okay. Im Nachhinein, es war sehr, sehr unterhalten. Und wie gesagt, es kommt auf die Art und Weise an. Weißt du, ich meine, ich war ja auch ein bisschen jünger. Ich denke immer so, desto älter ich werde, desto mehr reflektiere ich über das, was ich tue. Und egal, wie man auf jemanden reagiert, man kann es unterhaltsam machen, auch ohne vielleicht zu beleidigen oder sowas. Ich kann mir nicht dran erinnern, ob ich beleidigt habe, dennoch beuge ich vor und entschuldige mich, falls es so kam. Aber wenn halt andere reagieren und dann auch beleidigen werden, das gehört sich gar nicht, weil wir haben eine Riesenreichweite und wir wissen nicht, was das mit einem Menschen macht. Wir wissen es zwar und versuchen es immer so zu verstecken im Sinne von, das ist halt das Business, wie du jetzt sagst und trotzdem, man stell dir aber mal vor. Aber es ist ein Mensch dahinter, der Gefühle hat. Genau so ist es so. Und ich hatte, sag ich mal so, du sagst, du hast jahrelange Erfahrung, was YouTube angeht. Ich weiß nicht, wie lange du das jetzt machst. Mhm. Ich nicht. Das war für mich eine Zeitspanne von 4-5 Monaten. Mhm. Wenn überhaupt 3 Monate, als der erste Skandal kam. Und das war für mich schon hart. Ja, 100%. So. Deswegen auch an die ganzen Reaktionen da draußen, falls ihr auch hier gerade zuschaut und auch vielleicht hier drauf reagiert oder so. Seid nicht so hart in Zukunft. Ich weiß, manche wollen viel Scheiße, manche weniger. Versucht es immer auf einer sachlichen Ebene, euch lustig zu machen und vielleicht lernt ihr dann in Zukunft daraus. Bei euch ist es aber mies abgegangen. Es ist mies eskaliert. Es war dann halt auch ein Trend, euch zu ärgern und so. Aber ich muss auch sagen, ich fand es auch in vielen Hinsichten sehr berechtigt, weil
bevor überhaupt der Skandal mit mir und ihm kam, mhm, so mein erster, gab es davor auch schon Sachen, die er nicht richtig gemacht hat. Mhm. Und viele Leute haben darauf reagiert. Ich wusste das nicht. Ich bin neu reingekommen, gute Resonanzen. Ich wusste ja nicht, was er davor gemacht, mhm, hat. So, weil es mich nicht interessiert hat. Ja, weil ich den Menschen privat kennengelernt habe und nicht übers Internet. Ja. Ich habe ihn privat kennengelernt. Und wenn er mich so, wenn er sich so korrekt zeigt, das ist auch bei dir so, wenn du korrekt zu mir bist, wenn die Kamera aus ist, mhm, dann interessiert es mich nicht wirklich, was du auf YouTube machst, mhm, weil ich dich so kennengelernt habe, mhm, und ich auf das vertraue, wie du face to face zu mir bist. Und das war halt da auch. Und keine Ahnung, war halt, ja. Haben wir den Leuten erklärt, wie wir uns kennengelernt haben? Nee, ne? Nee, nee. Dann lass mich das nicht auch nochmal ganz kurz sagen, du hast dich ja nur vorgestellt. So Side Fact. Damit die auch so versteht. Hey, die haben jetzt einfach miteinander geschrieben. Es war wie folgt, als wir damals auf diese Videos reagiert haben, dann hatte sich auch deine Mutter mal involviert, ja, gehabt. Und dann hat sie mir auch mal geschrieben gehabt, wegen dem Suchti-Skandal damals. Ja, immer, ja, wieder dasselbe Thema, ihr wisst, Leute. Und ich habe dann von Freunden von mir, mhm, deinen Ausweis ausdrücklich zugeschickt bekommen, weil, ja, es ja den Leuten Spaß gemacht hat, euch zu ärgern und so. Und ich sag's euch, wie es ist, egal wie sehr ich halt unterhaltsam bin und die Leute ärgere, mhm, und so weiter und so fort, deine Mutter war immer höflich zu mir und respektvoll, ja, weißt du, und ich dachte mir, die Arme, bevor die Leute jetzt mit ihrem Ausweis Scheiße bauen oder noch an deine Kreditkarte. Ja, mein Instagram-Account wurde ja 6-7 Mal gesperrt, genau, wegen den Leuten. Genau, habe ich deine Mom geschrieben im Sinne von, guck mal, ich habe hier Ausweis und das, ja, haben wahrscheinlich noch andere Leute, sprech sie mal darauf an, dass sie mit wem sie auch Kontakt, ja, hat, dass sie den Kontakt da kappt und, ja, weiß man, damit, ja, aufhört. Ja, ja. Und dann hast du mir geschrieben, dich, glaube ich, bedankt. Ja, ich habe mich bedankt und, genau, meinte so, ey, voll korrekt. Genau, und dann, ja, war Kontakt. Habe ich dir halt gefolgt, so? Ja, mäßig, einfach so auf korrekt und man hat dann alle paar Monate miteinander geschrieben, ja, auf höflich und korrekt, bis ich dann gesagt habe, weißt du was, komm mal hin, lass uns quatschen. Ja. Weißt ich meine? Auch voll spontan. Ja, safe, das läuft, ja, immer so. Und, ja, das ist auch richtig cool, ich rufe sie an, ich sage, hast du Bock zu drehen? Ja, okay, ist am nächsten Tag gekommen. Ja. Auf easy. Da könnt ihr mal sehen, es ist halt wirklich nur Internet im Sinne von, egal was ihr da seht. Nächste, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Mhm. Irgendwann kam es dann halt zu Bruch und zur Trennung. Genau. Und deswegen fangen wir, glaube ich, auch mit dem Titel hier an. Ja. Der Titel ist auch, warum machst du OnlyFans? Ja. Deswegen erklär mir bitte, wie du dazu kamst, dass du mit OnlyFans angefangen hast. Ja, gerne. Ich glaube, das ist auch mal ein gutes Thema, weil ich darüber tatsächlich noch nie wirklich geredet habe. Mhm. Weder öffentlich noch, ich weiß nicht, vielleicht mal in Twitch-Streams oder so, deswegen, mhm, finde ich das eigentlich ganz gut, dass man auch mal darüber redet, weil viele Leute, klar, OnlyFans, man hört das, man denkt direkt an Hardcore, weiß ich nicht was und hat dann halt natürlich seine Meinung, mhm, zu gewissen Menschen, mhm, und ich finde, man kann sich erst eine Meinung bilden, wenn man erstmal die Seite gehört hat und deswegen finde ich es auch nice, dass du mich eingeladen hast, deswegen, mhm, danke ich dir. Du hast die Chance, let's go. Dass ich auch mal darüber reden kann. Ja, dann mal los, legen, genau, wir los. Also, ihr habt euch getrennt? Nee, das hat schon in der Beziehung angefangen. Oh, okay. Genau, also es war das Thema, ich hatte ja den YouTube-Kanal mit 100.000 Abonnenten, mhm, und er hatte seinen YouTube-Kanal. Und er hat zu mir gesagt, ey, ich will, dass du dein eigenes Geld verdienst, ich will, dass du deine eigenen Sachen bezahlen kannst und so, mhm, weil ich habe keinen Bock mehr für dich zu zahlen, obwohl ich legit jedes Video mit ihm mitgedreht habe und ihm geholfen habe. Das ist schon ein bisschen unkorrekt. Fand ich auch. Er so, dreh deinen eigenen Content. Weil du warst auch ein Bestandteil, denkst du. Ja, eben. Du eigentlich schon den Kanal gemacht, also er eigentlich schon, dann hätte es nicht so gelaufen. Ich stand 6 Stunden jeden Tag mit ihm vor der Kamera. Kannst du dich daran erinnern, wie viele Aufrufe die Videos gemacht haben, so im Schnitt? 300, 400.000. Ja, das sind locker pro Video 200, 300.000 Euro, ne? 4.000, 5.000, ja, safe. Und ich durfte umsonst bei ihm wohnen. Oh, aber ich, korrekt, bin der Golddigger. Ja. Weil, ja, ich halt. Lass uns niemandem die Chance geben, das so zu reden. Es war ein Geben und Nehmen. Ja. Und irgendwann meinte er, okay, ich will, dass du dein eigenes Geld verdienst. Genau, dann haben wir ja, wie gesagt, den YouTube-Kanal gehabt. Aber dann ging es darum, okay, hey, für seinen Kanal jeden Tag Videos produziert. Aber wenn es dann darum ging, für meinen Kanal was zu machen, dann hieß es immer so, ja, mach du mal deine eigenen Videos auf YouTube. Und ich bin keine YouTuberin. Er hat die Videos geschnitten, alles. Mach mal deine eigenen Videos, du sollst dein eigenes Geld verdienen, aber alleine soll ich vor der Kamera sein, weil er gesagt hat, ja, du musst dir selbst einen Namen aufbauen. Oh, die Leute kennen dich nur durch mich. Ich so, ja, Bro, was soll ich sagen? Natürlich kennen die mich nur durch dich, ja, weil ich in deinen Videos sitze, ja, hä? Ja, ja, so. Ja. Und für seine Videos, also für seine Videos sollte ich immer am Start sein, weil, mhm, er hat ja gut Geld damit gemacht, mhm, so. Als er dann alleine da saß, ab und zu immer, ey, wo ist Ellie, wo ist das, wo ist das? Mhm. So. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht lasse ich das mit YouTube, weil ich fühle mich immer wie so eine Nebenrolle, ich fühle mich nicht wichtig. Mhm. So, ich bin immer nur die Freundin von dem, und nicht Elisabeth, was ich auch verstehen kann, klar. Und dann haben wir halt gemeinsam, ich habe ihn halt darauf angesprochen, dass ich das nicht so cool finde, dass er das so sagt und dass er halt sich nicht Mühe gibt, obwohl er ja will, dass ich mein eigenes Geld verdiene. Und ja, dann haben wir halt darüber geredet, über OnlyFans. So.
Und er meinte so, er hat mich auf diese Idee gebracht. Er hat zu mir gesagt, ey, mach doch OnlyFans. Poste ein paar Bikini-Fotos, wir sind doch eh am Strand. Du machst dein eigenes Geld, du hast dann dein eigenes Business. Und ja, da mache ich YouTube und du machst OnlyFans. Und darf ich hier kurz reingrätschen? Ja, klar. An der Stelle, sie hat auch was zu trinken. Nicht, dass Leute denken, ich biete dir den Leuten hier kein Wasser. Ach so, nein, ich hab's hier hinten, damit ich nicht so weit nach vorne. Ich sag mal so, findest du, der hat dich wirklich geliebt? Ohne Spaß jetzt. Was sagt dein, ohne jetzt so tief vielleicht in irgendwelche Wunden reinzugehen oder so? Also ich sag mal so, wenn's wahre Liebe gewesen wäre, dann würde ich jetzt mit ihm zusammen noch sein. Im Sinne von beiden Seiten. Du weißt nicht, auf was ich hinaus bin. Wenn ich eine Freundin haben würde, die ich wirklich liebe, dann würde ich doch eigentlich gar nicht zulassen, dass sie sich so hart, das klingt, vielleicht auf OnlyFans verkauft. Ja, weißt du, er sagt doch, mach Bikini-Fotos, dies, das. Ja, ja. Das Ding ist, nein, natürlich war es keine richtige Liebe. Er war jung. Ich war ich war seine erste richtige Freundin. Dann direkt dieses YouTube-Ding. Wir haben halt das sehr gefestigt, so. Obwohl wir sehr jung waren. Heißt also, ich denke nicht, dass das richtige Liebe war, sondern dass es einfach dieses junge Verliebtsein, erste Erfahrung machen, man arbeitet zusammen, man geht in die Richtung, okay, man will sich viel gemeinsam aufbauen, obwohl man gar nicht dafür bestimmt ist, weil es halt eine Kindergartenbeziehung ist. So. Und man hatte große Pläne, aber mit einem kleinen Kopf, weil wir noch Kinder waren. Oder sind. Ich meine, ich werde jetzt 21, bin immer noch ein Kind, sozusagen. Und man hat halt große Pläne. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass es richtige Liebe war. Für mich wirkst du aber nicht wie ein Kind. Klar, 20, 21 ist ein junges Alter, aber du bist ein bisschen schon. Ich war damals 18. Ja, genau. Jetzt bist du ein bisschen reifer im Kopf. Jetzt. Ich versuche dich jetzt auch nicht mehr zu unterbrechen. Ja. Mach mal da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Ja. Er meinte dann, ich mache YouTube, du kannst dann Bikini-Fotos posten. Wie ging es dann weiter? Genau. Dann haben wir uns aber getrennt. Also der OnlyFans-Account war schon erstellt. Ihr habt zusammen geplant. Wir haben zusammen geplant. Wir waren zusammen in Mexiko. Wir haben auch schon OnlyFans-Bilder gehabt. Das war noch. Wo in Mexiko wart ihr? Cancun. Ja, ist schon geil dort, Alter. Ja. Genau. Und dann haben wir halt schon. Er hat von mir schon Fotos gemacht für OnlyFans. Ach, er hat sie auch noch fotografiert. Genau, er hat die fotografiert. Das waren halt Bikini-Fotos am Strand in Mexiko. Sonnenaufgang, bla, bla, bla. Und dann sind wir zurückgekommen. Dann habe ich mich von ihm getrennt, weil was sehr, sehr Privates vorgefallen ist. Und genau, dann dachte ich mir so, okay, OnlyFans ist jetzt eh Geschichte. So, ich mache einfach alleine YouTube weiter. Ich habe ja meinen YouTube-Kanal. Hatte ich dann aber nicht, weil er den gelöscht hat. Auf Ehre. Er hat meinen TikTok-Kanal gelöscht, mein Instagram hat er löschen lassen. Und dann stand ich in einem fremden Land, ohne Geld. Ohne Social Media, gar nichts. Ich hatte keine Freunde, weil durfte ich nicht haben. Ja. Also, er war sehr, sehr einnehmend. Trink, alles gut. Okay, ich verstehe. Es war mehr oder weniger ein bisschen toxisch. Ja, wir machen weiter. Er hat alles gelöscht. Genau. Und dann hast du keine Kohle. Und dann dachte ich. Genau, dann hatte ich keine Kohle und mir war es unangenehm, meine Familie nach Geld zu fragen. Meine Familie ist jetzt auch nicht reich oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Mutter fragen könnte und sagen könnte, ey, kannst du mir mal 2000 Euro geben? So. Genauso wenig wie mein Vater. Und dann dachte ich mir so, ey, da war doch noch was. Der OnlyFans-Account ist erstellt. Ja. Wieso nicht? Ich habe mir einen Instagram-Account wieder erstellt, habe halt so wieder Follower aufgebaut, habe dann meinen OnlyFans-Account erstellt und so kam das eine zum anderen, weil ich meine, ich weiß, diese Leute, die das verurteilen, sagen jetzt, du kannst, wie du das denkst, ey, du kannst doch einfach, weiß ich nicht, arbeiten gehen normal, such den Kellnerjob oder was auch immer, whatever. Ja, es ist so einfach gesagt, wenn man selbst in einer Position ist, wenn man schon Geld verdient, aber wenn man wirklich an diesen Punkt kommt, wo du niemanden mehr hast, wo du ganz alleine in einem fremden Land bist, wo du nicht einfach sagst, okay, ich gehe jetzt zurück nach Deutschland, das war alles umsonst. Dieser ganze Stress, den ich hatte, dieser Beziehungsstress, dieses Auswandern ist nicht so gemacht. Egal, ob man Geld hat oder nicht. Das erfordert viel Kraft und Planung und Zeit. Und dann war ich in dem Land, das war eh mein Traum und ich dachte mir so, ich versuche jetzt irgendwie schneller an Geld zu kommen. So. Und natürlich ist jetzt keine Sache, dass ich sage, ey, ich will bis ich 40 bin OnlyFans machen. So, das ist mein Lebensinhalt. Das wäre gelogen, ich weiß, dass ich mehr kann, aber es ist halt einfach schnelles Geld und wenn man sagt, okay, weiß ich nicht, man lehnt 20.000 Euro ab, die man so machen kann mit ein paar Arschbildern. So.
dann lachst du. Gehst du aus diesem Prinzip so, hä, es gibt Leute, die posten das auf Instagram, so, ja, ich verdiene noch Geld damit. Und ja, genau das war das Ding. Es gibt Mädels, die posten das auf Instagram. Wahrscheinlich Mädels, die du auch verurteilst. So. Aber 20.000 Euro sind nun mal 20.000 Euro. Und wenn du aus einer Familie kommst, die nie viel Geld hatte und du so auf einmal diesen Gedanken entwickelst, ey, ich kann damit meiner Familie helfen, ich kann damit mir selbst helfen und allen Menschen, die ich liebe, dann scheißt du da drauf, ob jemand sagt, finde ich moralisch verwerflich oder nicht. Ja, das ist deine Meinung. Wie gesagt, du hast ja mich schon ein bisschen eingeschätzt. Du, ja, kannst, du weißt ja, was ich davon halte und so. Ey, guck mal, ich letztlich prinzipiell jeden so totreden im Sinne von, ja, das gehört sich nicht, machen wir nicht. Moral hin oder her, ich find's nicht gut. Mhm. Aber ja, du hast es geschafft, dir daraus ein Business zu machen. Und deswegen werden wir jetzt ein bisschen über dieses Business reden. Wie hat's angefangen? Du hast angefangen, Bilder zu posten und dann auch durch deinen Ex, der hat ja dann, obwohl er euch getrennt hat, selber drauf reagiert, um dir eins reinzuwürgen, aber hat damit auch die Werbung des Grauens für dich gemacht, ne? Ja, also er hat versucht, mir eins reinzuwürgen und zu sagen, ja, ja, die macht jetzt Onlyfans und so, bla bla bla. Und dann hat's geboomt, wa? Und dann hat's geboomt, letztendlich hat er... Dann erklär doch mal den Leuten, weil ich weiß, okay, wie läuft das da ab? Man kann ein Abo erstellen für 5,99 und dann kann man die Bilder gucken, die Dame dann dort postet. Wie läuft also es geht ab? Nicht darum, nur was zu posten. Erzähl den Leuten, erklär mal die Materie. So, du bist jetzt halt einfach, die Leute abonnieren dich, es sind Zuschauer, es sind Männer, es sind halt größtenteils Männer, die einen abonnieren. Und eklige Opas vielleicht. Kann sein. Kann sein, ne? Weiß man nicht. Weiter. Letztendlich, diese Menschen kommen auf dich zu und sie wollen halt einfach Kontakt mit dir haben. Mhm. Es ist einfach, wenn man, es ist schwierig zu erklären. Wollen sie mit dir Kontakt haben oder wollen sie dich einfach nur freizügig oder? Beides, es ist beides. Also ich habe viele Leute, die einfach sagen, ey, ich kenne dich aus den YouTube-Videos, auf Instagram, du antwortest nicht. Die wollen darüber schreiben. Und es gibt auch Männer, die wollen halt einfach dich nackt sehen. Also es kommt drauf an. Und ja, du bist halt sehr viel mit den Leuten in Kontakt, du schreibst sehr viel mit denen und sie sind halt einfach Elisabeth, Teil wie viele haben dich auf OnlyFans abonniert? Wie viele Menschen? 9000 Leute. Ach du, also warte mal, 9000 Menschen haben auf Abonnieren gedrückt, für was für einen Preis? Das, also ich habe zwei Accounts, einmal Free Account, ja. 9000 Leute. Ja. Klar, ich bin eine Person, ich kann jetzt nicht mit jedem schreiben, deswegen habe ich einen VIP-Account erstellt, da sind so um die 200 Leute, die zahlen jeden Monat dann einen Beitrag, aber dafür... Was kostet der Beitrag, Elisabeth? $15. Okay. Aber ich schreibe jeden Tag mit denen. Ich verstehe. Ja. Du postest dort Videos und Bilder und du chattest mit den Leuten. Genau. Dort. Okay, und fürs Chatten kriegt man auch Geld oder ist das einfach nur... Nein, also auf, also klar, man kann, es gibt Mädels, die verschlüsseln eine Nachricht mit Geld. Es gibt auch Mädchen, die sagen, ey, bevor du mir nicht hier $10 gezahlt hast, schreibe ich nicht mit dir. Aber ich schreibe den Leuten halt zurück und... hoffe, ich mache mein Geld dann. Okay, dann erklär mal, was ist das für ein, was ist das für ein Gefühl, dass dann, keine Ahnung, ich sag mal, 200 Leute kostenpflichtig mit dir schreiben wollen und penetranten Kontakt mit dir haben. Und wie läuft das ab? Was sind die Gespräche? Sind das dann nur die Wünsche, dessen Bedürfnisse gedeckt werden wollen oder auch einfach nur, das sind so lonely guys, die einfach mit dir schreiben wollen? Gute Frage. Erklär es also, mir. Ich will es verstehen, wie gesagt, den kranken Scheiß. Ja, es sind halt viele Leute. Also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, diese Kunden sind so, weil es sind viele Leute, allein 9000 Menschen, da ist nicht jeder aus demselben Grund dort. Ja, es gibt auch einfach Leute, die einfach mal mit dir schreiben wollen oder mal eine Audio von dir bekommen wollen. So, weißt du, und okay. Es gibt halt, ja, es gibt halt die Menschen und die Menschen. Es gibt Menschen, die sehr, sehr einsam sind, wo ich halt einfach ein offenes Ohr biete und mit denen schreibe und frage, ey, wie war dein Tag, wie geht's dir? Man sich über das Leben unterhält und dann gibt's halt einfach Leute, die interessieren sich einen Scheißdreck für dich, so gut gesagt, und wollen einfach nur deinen Arsch sehen. Okay. Also es gibt bleiben wir mal beim Thema Arsch, okay? Was sagt deine Familie dazu, dass deine Bilder im Internet sind? Weil ich weiß ja, dass du Familie hast und dass du auch Geschwister hast. Ja. Und in meinen Gedanken ist immer der Thema oder der Familie, Punkt. Familie, was sagt Familie dazu? Ja, was sagt die Familie dazu? Weil, guck mal, du hast jüngere Geschwister, die haben auch Freunde und die sehen dann... Die gehen in die Schule, ja. Gut, du weißt auch, was hinausläuft. Was auf sagst du dazu? Auf jeden Fall, ja. Also, wie gehst du damit um? Oder wie war es am Anfang vielleicht, als du es erstmal auf Undercover-mäßig gemacht hast? Also ich sag mal so, bei meiner Mutter... Das war gar kein Problem. Mhm. Also meine Mutter macht ja auch selbst Onlyfans. Echt, ja? Ja. Okay. Meine Mutter macht auch selbst Onlyfans. Also richtiges Familienbusiness. So. Deswegen war es bei meiner Mom nicht so schlimm. Ich würde lügen, wenn ich das nicht gewusst hätte. Ich wusste das, ja. Ja. Du bist ja nicht blöd, ne? Ja. Du bekommst ja alles mit. Ja. Ja, bei meinen Geschwistern. Tatsächlich habe ich mit meinen Geschwistern nie viel darüber geredet.
Also es ist eher ein Thema, was totgeschwiegen wird? Nein, nicht totgeschwiegen. Die wissen, dass ich es mache. Mhm. Und die sind fein damit. Weil die sehen, ey, guck mal, wir sind nicht reich aufgewachsen. Mhm. Meine Mutter ist früher arm aus Deutschland, aus Kuba gekommen. Wir hatten nie viel Geld. Mhm. Und natürlich das Thema ist gerade nicht Geld für mich. Das Thema ist die Moral. Im ja, Sinne von, die was Moral, ist das? Was macht das mit ist, dir? Juckt dich das, da, also wirklich, jetzt ohne Spaß. Es juckt dich einen Scheißdreck, dass Leute oder fremde Leute deine Bilder sehen, weil du denkst, ist mir doch egal. Ich mach keinen Hardcore-Porn. Ja. So. Deswegen sind das Sachen, wo ich sag, ey, ich kann's für mich noch vereinbaren. Okay. Dass ich. Und das kannst du so offen für dich sagen. Ja. Nicht für die Kamera jetzt gerade. Nein, ich kann's offen für mich sagen, sonst würde ich's nicht machen. Mhm. Mir ist meine Familie sehr wichtig. Das Ding ist halt, man muss Abstriche machen in diesem Bereich. Okay, und was würdest du machen, wenn jetzt irgendeiner von deinen Geschwistern sagen würde, guck mal, so ist passiert, kannst du bitte damit aufhören, bla, was würdest du dann in deinen Kopf abgehen? Naja, ich sag mal so, wenn man die Familie mit dem Geld ernährt, ist es schwierig zu sagen, also ist jetzt nicht so, dass ich das Geld verdiene, einen fetten Lambo fahre, das und das mache, mein Geld ausgebe, hier Rolex, da, so, ich lebe sehr, sehr minimalistisch, sage ich mal, ich spare das Geld, ich spare auf Immobilien, ich helfe meiner Familie, jedes Mal, wenn die Geld brauchen, die kriegen Geld von mir. Dumm bist du nicht, das weiß ich. Und deswegen ist es halt schwierig zu sagen, was ein die sind jünger als ich. Mhm. Die verstehen noch nicht viel. Mhm. Klar, es ist vielleicht für die nicht cool in der Schule, wenn zum Beispiel sagt, ey, ich habe ein Arschbild von deiner Schwester. Das meine ich. Kann ich mir vorstellen, dass es nicht sonderlich cool für meine Geschwister ist. Und das verstehe ich auch. Ich wüsste nicht, was ich in dem Alter machen würde, vor allem Pubertät. Ich weiß, wie Schule ist, viele Mobben auch. Du hast ja auch irgendwo, guck mal, ob du es willst oder nicht, du hast eine Verantwortung gegenüber denen, weißt auf du? Jeden was deine Fall. Mutter sagt, ist nach anderes. Aber. Auf jeden Fall, und das ist mir auch bewusst. Mhm. Für mich ist es nur schwierig, weil ich mit diesem Geld viel für meine Familie tue. Mhm. Und das ist das Ding. Ich sag mal so. Gebe viel Geld für die aus. Ich glaub dir das, dass du das machst. Du hast mir auch off-cam erzählt, dass du auch deren Miete bezahlst und alles. Und das finde ich sehr gut. Ja. Das finde ich sehr gut. Die Frage ist nur, wie man es macht. Und dagegen bin ich eigentlich. Aber guck mal, ich sag mal so. Wenn ich ein Mensch ohne Glauben wäre, wenn ich eine Frau wäre, die etwas weniger Moral hat oder das Ganze geschäftlich sieht, ich weiß nicht, ob ich genauso machen würde. Für mich ist es rein geschäftlich. Ja klar, weiß ich. Ja. Aber guck mal, ich sag mal so. Ich bin ein Mensch, Digga, ich würde niemals für Sex bezahlen. Mhm. Okay, an der Stelle ist es ein bisschen, ihr wisst Leute, manchmal muss man auch diese Unterhaltung führen. Ist ja okay. Ich würde niemals Und ich würde niemals Sex haben für Geld. Ja. Es gibt Unterschiede. Aber so. Du verkaufst Bilder ich verkaufe von dir, die Bilder genutzt von werden, um sich für einen anderen befriedigen zu lassen, weißt du? Ja. Also mich würde es gar nicht turnen, dass ich auf deinen Account gehe und das eine Arschbilder von mir siehst. Kaufe. Ja. Weil ich meine, sowas würde ich niemals machen. Mhm. Und dass es diese Menschen gibt, die das ausgeben, ich finde sie dumm. Mhm. Ich verstehe das aber, dass es Menschen gibt, die das einfach wollen. Und dass das die reizt. Oh, dann schreibt sie mit mir. Mhm. Ich verstehe das aber. Ich bin der Meinung, Digga, wenn du ein selbstbewusster Mensch bist, kannst du jede Frau der Welt klären. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Es ist irgendwo ein bisschen verwerflich, aber ich verstehe, dass das ein Big Business ist. Man sagt ja auch Sex sells und es ist so, wie es ist. Deswegen machen wir mit dem Geld weiter. Ja. Du machst nicht nur deinen Account, sondern du managst mittlerweile auch viele Leute. Habe ich es richtig verstanden? Wie läuft deine Firma ab? Du hast eine GmbH, Elisabeth, richtig? Genau, ich habe eine GmbH. Also, wie gesagt, ich habe ja OnlyFans angefangen, aus geldtechnischen Gründen, weil ich damals kein Geld hatte. Ich habe gesehen, es läuft gut. Irgendwann siehst du, dass immer mehr Leute kommen und viele Freunde dumm ihr Geld ausgeben wollen. Ja? Viele Freundinnen haben sich auch bei mir gemeldet und haben gesagt, ey, yo, du weißt, ich verdiene nicht viel Geld. Ach, die kommen dann einfach auf Instagram und dann Mädels schreiben mich an, schreiben so, ey, yo, kannst du mir Tipps geben, kannst du mir helfen, dies und das. Und dann dachte ich mir irgendwann, ey. Ich mach's nicht mehr umsonst, sondern ich will. Ich mach's nicht mehr umsonst. Also, es wäre ja so. Nee, bleib bei dem Straighten. Sag. Auf dieser Welt wird nichts geschenkt. Mhm. So. Ist Menschen so. Verkaufen ihr Wissen, Menschen verkaufen ihren Körper, Menschen verkaufen alles heutzutage. Ja, jeder möchte Geld. Diese Welt ist halt einfach, wenn du kein Geld hast auf dieser Welt, so dann, was willst du machen? Ja. Geld regiert die Welt. Ja. Und entweder du hast es oder du hast es halt nicht. Okay, die Leute melden sich bei dir, dann redest du mit denen und machst mit denen dann, wie läuft das ab, Prozente aus? Also ich sag so, ich helfe den Mädels, auch Männer, also es kommen viele Leute auf mich zu, ich helfe den Leuten einfach ihren Account aufzubauen. Ich gebe den Tipps, das, was ich in 3 Jahren gelernt habe, in 2,5 Jahren, was ich gelernt habe, gebe ich den Mädels weiter. Gibst du denen auch wirklich Konzepte und so? Schulst du die so ein und sowas? Ja, ich die kommen einfach unwissend zu mir. Und gehen mit einem großen Wissen raus und verdienen halt ihre 10, 20, 30.000 Euro. Krass. Während ich hier mit den Arsch auf Reise und YouTube-Videos drehe jeden Tag. Heftig. Wie viele Leute sind bei dir in der GmbH?
Also aktuell sind es um die plus minus 25 Mädels. Du bist 20 und hast 25 Mädels, die dir im Monat 10.000, also die selber 10.000 Euro ja. machen und davon nimmst du noch deine Prozente, ja? Davon nehme ich meine Prozente und ich helfe denen einfach, ja. Also alles, zum Beispiel, wenn Sachen geleakt werden. Lassen wir das nochmal ganz kurz, ja, warte, ganz ja. kurz. Ich weiß, ihr werdet durchdrehen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, Leute. Es gibt Mädels, die ihren Arsch zeigen. Ich weiß nicht, ob die auch Hardcore-Sachen machen. Unterschiedlich. Digga, ich habe schon die dümmsten Sachen gelesen, im Sinne von, das habe ich auch in der Reaktion gesehen. Mhm. Einer will, dass du pisst und ihm die Pisse zeigt. Digga, das ist schon mehr oder weniger. Du erfüllst eine Illusion der Menschen. Du bist ja. einfach nur da, um eine Dienstleistung zu vollziehen. Findest du es krank? Also es gibt Sachen, die sind krank. Ja. Aber es gibt auch Sachen, wo ich sage, ey, ist okay. Okay, ich verstehe. Aber jedes Mädchen hat ihre Grenzen. Mhm. Und ich bin mit den Mädels so, ey, wir machen das so, wie du das willst. Also mhm. wenn Mädels zu mir sagen, die wollen keine Nudes posten, bin ich keine Person, die es sagt, es gibt wirklich Leute, die keine Nudes posten und trotzdem diese 10, 20 Mille machen, ja? Ja. Krass, Alter. Heftig. Das Ding ist, manchmal fehlen mir echt die Worte und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist krass. Also ja, man kann schon sagen, du hast dir daraus ein straightes Business gemacht. Hab ich, ja. Ich würde mir für dich wünschen, ohne Spaß. Mhm. Und gleich beenden wir auch das Video, was das angeht. Das war sehr interessant. Mhm. Ich würde mir für dich wünschen, dass du damit aufhörst. Mhm. Ich sag dir, wie es ist. Mhm. Wenn du Leute hast, die du managst, mach das. Aber ja, aber meinen eigenen Account. Ich würde sagen, komm irgendwann hoffentlich mal davon weg. Das ist der Plan. Ich hoffe, weil guck mal, du bist jung, du bist 20, du bist zwar reif im Kopf und du weißt, wie man Geld macht und so, aber jetzt gerade siehst du vielleicht das schnelle Geld und das große und gute Geld, womit du deine Familie unterstützt. Naja, was heißt und das so. Schnelle Geld? Also, es ist schnelles Geld. Es ist schnelles Geld, so aber Geld. Das, was ich auf meinem Account mache, ist schnelles Geld. Mhm. Dazu brauche ich ein bisschen Content. Das, was ich gerade mir aufbaue, seit 6 Monaten, seitdem ich wieder zurück in Deutschland bin, in Berlin bin, das, was ich mir gerade aufbaue, ist nicht einfach schnelles Geld. Weil das, was du alles dafür machen musst, diese Zeit, die du dafür rein investierst. Leute zu managen, mit denen zu reden. Die Leute das, zu managen. Steuern, was auch immer. Anwälte zu bezahlen, dich stundenlang mit hinsetzen, mit den Mädels die stundenlang hinsetzen. Ich mach das ja alles selbst. Es ist nicht, dass ich jemanden eingestellt habe bei mir in der Firma und ich sage, ey, ich gebe dir Geld und du redest mit den Mädels. Mhm. Ich mach das mit jedem Mädel einfach, weil also einzeln, weil ich einfach so den Mädels helfen will. Mhm. Mädels, die kein Geld haben, Mädels, die irgendwas machen wollen, damit sie schnell an Geld kommen, weil sie in einer toxischen Familie sind, in einer Beziehung sind, finanziell abhängig sind von irgendwem, so, dass ich das mache. Ich will nicht irgendeinen Deppen einstellen, der dann mit den Mädels macht, nur damit die schnell unter Vertrag sind. Ich habe Kontakt mit den Mädels, mit jedem Einzelnen. Ich treffe mich mit jedem einzelnen Mädchen und das ist meine Zeit, die am Ende des Tages drauf geht. Ich verstehe das, ja. Dass du daraus straightes Business machst, verstehe ich. Verstehe ich auch komplett. Ja, es ist viel Zeit. Worauf? Ich bin nicht feiern, ich bin jeden Tag daheim, ich komme nicht raus. Mhm. Schau, was für ein Käse ich bin, weil ich nicht mal in die Sonne gehe. Ich glaub dir das. Guck mal, und worauf ich hinaus bin. Mhm. Ich meine das wirklich nicht böse. Mhm. Ob das der richtige Weg ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Ja. Moralisch oder wie auch immer. Oder wie auch immer du das Business aufbaust. Aber durch diese Szenarien, die du gerade hast, oder dass du überhaupt in dieses Geschäftliche reingerutscht bist, dass du weißt, wie das mit Anwälten abläuft, wie das mit Steuern abläuft, wie man GmbH Mitarbeiter anschaut. GmbH-Gründen, das hätte ich vor 3 Jahren... Guck, was ich sagen möchte, ist, ich finde, du bist zu mehr fähig. Du könntest auch andere Dinge machen, weil du weißt, du hast was im Kopf. Mm. Du könntest auch was verkaufen, anderes verkaufen. Weißt du, ich meine, hier letztens hatte ich diesen Toilettenpapiertypen hier. Ja. Weil ich meine, du könntest deine Künstlerinnen, sagen wir mal Künstlerinnen, auf Respektebene, dazu animieren, auch für was anderes zu werden. Verstehst du? Mir ist einfach nur wichtig, dass du jetzt bist du in einem jungen Alter, du bist 20. Mit 20 habe ich auch ganz anders getickt. Ja. Okay? Dass du nicht in 10 Jahren sagst, wow, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Hätte ich das nicht gemacht, weil es meine so. Psyche gefickt hat. Sozusagen. So, vielleicht siehst du es jetzt gerade nicht ein, aber vielleicht wirst du es in Jahren irgendwann vielleicht einsehen. Mhm. Wie gesagt, ich bin nicht in deiner Psyche drin, ich bin nicht in deinem Kopf drin. Ich würde mir das für dich wünschen, weil du bist ein sympathisches, hübsches Mädchen, die es in meinen Augen nicht nötig hat. Ja. So sehe ich das, so denke ich. Ich danke dir für deine Meinung. Ich nehme die auch zu Herzen, so, weil wenn du begegnest mir mit Respekt, dann nehme ich das auch ernst, was du mir sagst. Mhm. Und es ist nicht meine Endstation. Ja. Weißt du, jeder Mensch möchte im Leben was erreichen, jeder Mensch möchte seiner Familie helfen, jeder Mensch möchte irgendwie glücklich sein und nicht wie gefühlt halb Deutschland sich Sorgen machen, wie bezahle ich meine Miete, wie bezahle ich meinen Strom. Es ist jetzt das, was ich aktuell mache. Mhm. Aber das, was ich geplant habe für meine Zukunft, das wird nichts mit OnlyFans zu tun haben. Mhm.
das ist gerade das, womit ich mein Geld gerade verdienen kann. Und was ich mit diesem Geld im Endeffekt mache, ja, das wird was ganz anderes sein. Ich verstehe. So. Und damit, und die Leute, die mich dann in Zukunft verfolgen werden, die werden auch sehen, was ich damit machen werde. Und das wird nicht OnlyFans sein und ich kaufe mir 10.000 Autos und Rolex da, weil so ein Mensch bin ich nicht. Mhm. So, ich komme hier nicht, ich habe nicht mal Schmuck an. Mhm. So. Und das, was ich mit dem Geld vorhabe, das wird in gute Sachen fließen. So, um mein Gewissen und alles, was ich mache, was ich hoffe, vielleicht du falsch findest, mache. Ich hoffe, du findest irgendwann die Waage. Die Balance, weiß ich ja. Meine, die Balance. Und dann würde ich sagen, das reicht, das war's. Ja. Ich wollte es einfach verstehen. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht so vorher schon ein bisschen verstanden habe. Aber es ist schon krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so viele Leute bei dir hast in so einem jungen Alter und die jetzt, dass es immer mehr zum Trend wird und dass es auch schon in unserer Gesellschaft mehr oder weniger normalisiert wurde, weißt du, ich meine. Ja. Es sind ja nicht nur Hardcore-Porns auf OnlyFans. Es gibt auch viele Fitnesstrainer, die ihre Videos dort verkaufen. Echt, ja. OnlyFans ist nicht mehr das, was man davon hält. Mhm. Also wenn man einfach mal auf die Seite geht, da sind Leute, die verkaufen ihre Rezepte, weil einfach dieses Abonnementsystem so läuft, wie es läuft. Ich verstehe. Ja. Ja gut, Elisabeth, dann würde ich sagen, von meiner Seite aus war es das. Das war interessant. Mhm. Natürlich hätte man noch ein bisschen mehr ausholen können, aber nimm mir das nicht böse. Es interessiert mich. Ich habe das jetzt erfahren, was ich erfahren wollte. Aber desto tiefer ich in die Materie reingehe, desto mehr mache ich auch Werbung. Und das will ich nicht. Muss nicht Weil sein. Ich meine, man in der Community sind auch viele junge Leute da. So, ja. Ich will auch eins sagen, ich will keine Leute dafür animieren oder sonst was oder Leute dafür anwerben. Ich bin hier, um zu erzählen, was ich in meinem Leben mache. Mhm. So, und die Mädels, die ich habe, die kommen alle auf mich zu. Okay, ich verstehe. Ja gut, dann sind wir wieder am Ende angekommen, meine Damen und Herren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass du da warst. Ihr könnt Elisabeth gerne auf Instagram folgen. Hast du Instagram? Ja. Und der Rest liegt dann an euch, ne? Ich nötige niemanden oder dränge niemanden zu irgendwas. Bleibt immer respektvoll und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Willst du noch was Abschließendes sagen? Danke, dass ich hier sein durfte und konstruktive Kritik ist bei mir gerne gesehen. Also. Sie macht Business, Bruder, die juckt eure konstruktive Kritik. Ich sag's euch so, wie es ey, ist. Ey, sag doch nicht so. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.